So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ihr habt gesehen, gestern, eigentlich war es vor 5 Minuten, gestern haben wir die drei Rocket-Bosse besiegt. Jetzt müssen wir noch Giovanni besiegen, aber bevor wir den uns angucken, muss ich erstmal die Sachen abholen, weil ich das gestern, also vor 5 Minuten, noch nicht gemacht habe. Was ist in der Pokémon-Belohnung drin? Wir haben hier einmal einen Flamara, ja. Das werden wir jetzt mal hier eintüten. Schön großartig getroffen. Ja, vielleicht hätte ich auch einfach fabelhaft gehen sollen. Flamara. Aber wir nutzen mal den Fangtrick. Es ist jetzt auf großartig gestellt, Flamara, und es ist viel zu warm. Das Handy brennt. Wir sind nicht mehr in München, falls es euch auffällt. Wollen wir es gleich bewerten? Wir bewerten es gleich. Moment. Flamara hat 15, 13, 11. Mal gucken, ob ich mich wieder verspreche, ja, und das vorlese, was gar nicht dasteht. Dann müsste ein Aquana drin sein. Das passt jetzt am besten. Bei dem heißen Wetter gönnt euch einen Aquana. Ne? Zack. Nichts. Getroffen. Und dann müsste natürlich noch ein Blitzer drin sein. Ist ja jetzt nicht das große Geheimnis. Wurde ja schon wieder überall rumgespoilert. Man kann sich halt einfach gar nicht mehr überraschen lassen. Weil überall rumgespoilert wird, selbst wenn man nicht nachguckt, wird es einem hinterhergetragen. 12, 11, 15. Ja. Und jetzt braucht man noch eins, da muss die Mitte 15 sein. Und dann haben wir drei Stück, wo jeweils ein 15er Wert dabei war. Was sagt ihr zu diesen Belohnungen? Die drei Pokémon, die drei Evoli-Entwicklungen. Ist das cool, ist das nicht cool? Braucht man die nicht? Nutzt ihr die noch? Habt ihr die schon gehabt? Habt ihr heute erst angefangen? Wisst ihr gar nicht, was ein Pokémon ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Das werden wir jetzt auf jeden Fall auch noch bewerten. Oh, 13, 13, 13. Sehr ausgewogen, sieht auf jeden Fall nett aus. Jetzt holen wir noch den Rest ab hier. Jetzt kriegen wir nämlich den Super Rocket Radar. Um den Super Giovanni mit unseren Super Pokémon super in den Arsch zu treten. Ja, 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 was der hier sagt, aber ja, finde den Team Go Rocket Boss, kämpfe gegen den Team Go Rocket Boss, besiege den Team Go Rocket Boss. Und das ist genau das, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Oh, da. Jetzt habe ich mich schon gewundert, wo der Radar hin ist. Wir drücken den mal an. Wir gucken mal drauf. Das seht ihr schon. Beim Park unten müsste einer sein. Hier oben müssten zwei sein. In der Stadt noch mehr. Das ist aber auf jeden Fall definitiv keiner. Denn das ist einfach nur irgend so ein Vibe. Wir fangen jetzt zum Übergang einfach mal dieses Wampel und melden uns zurück, wenn wir Giovanni gefunden haben. So, wir haben, glaube ich, Giovanni gefunden, die alte Sacknaht, ne? Hier am, ach, wie heißt das Teil eigentlich? Herzogin Palais. Palais der Herzogin Paul. Kennt ihr auch eine Herzogin, die Paul heißt? Das sieht ungefähr so aus. Also hier, das ist der Stop mit dem Gebäude. Das ist das Gebäude. Zack. Hier seht ihr auch die Dunkelkammer, ne? Wo er mal reinkommt. Und hier sitzt wohl angeblich Giovanni. Wir gehen mal zurück. Und da ist er wirklich. Jetzt möchte ich mich gerne irgendwo abstellen, wo Schatten ist. Und hier steht so ein vereinzelter Baum mit einer Bank. Da werde ich euch jetzt mal drauf positionieren irgendwie. Und mich davor. Muss ich mal gucken, wie das funktioniert. So, so sieht das doch gut aus. Hab da auch einen schönen blauen Himmel im Hintergrund. Wir gehen also drauf. Wählen wieder unser Team, RRR. Ihr wisst, Riolu ist der Boss, beziehungsweise Lucario, aber Lucario wird nicht mit R geschrieben. Wir nehmen dasselbe wie immer. Wir probieren auch den mit diesen drei läppischen Pokémon. Mittlerweile müsste jeder Despota haben. Mittlerweile müsste jeder Kyogre haben. Mittlerweile müsste jeder Lucario haben. Ich kann es nicht oft genug betonen. Wir gehen einfach mal drauf, gucken mal. Es ist ein Krypto-Ho-Oh, das heißt, das ist sowieso Flug und Feuer. Da wäre Despota sowieso genial, um Steine zu werfen, weil es ja fliegt. Und das ist das, was sowieso immer am genialsten ist. Er hat immer Snobillycut vorne drin, ja. Er setzt immer Snobillycut ein mit einem Regirock, wie ich das sonst immer hatte, zum Schilde rausloggen. Das ist natürlich nicht sehr effektiv und macht kaum Schaden. Ein Lucario vorne drin ist wenigstens Kampf und macht Schaden. Und rotzt das einfach komplett weg und nimmt auch beide Schilde von dem raus. Deswegen ist Lucario eigentlich die bessere Wahl. Ich habe trotzdem gerne immer mit
Regirock gespielt. Zweitens hat er meistens einen Boden-Pokémon. Können wir ja mal gucken, was er hier hat. Ein Machomai. Das ist kein Boden-Pokémon. Aber da dürfte ich trotzdem mit einem Kyogre für das Boden-Pokémon gut gerüstet sein, weil das hält ja eigentlich was aus. Wir gucken mal, wie das jetzt hier aussieht. Können wir noch fix einen machen, bevor der uns umklatscht. Nehmen wir noch mit. Meistens hat er immer so Nidoking oder irgendwas als zweites gehabt. Da war Kyogre eben gut und falls er einen Despot hat, war Kyogre auch gut. Alles war gut. Jetzt haut er uns bestimmt gleich weg. Ja. Sollen wir schon mal... Komm her. Wenn wir jetzt Despot da reinholen, das ist nichts. Wir nehmen jetzt Kyogre, egal. Gegnerische Attacke können wir durchgehen lassen und gucken, ob wir es überleben. Aber wir gehen direkt auf Nummer sicher. Wir wählen direkt jetzt hier Kyogre aus. Gucken mit seinem dicken, fetten Ho-Oh. Wenn das eh Feuer ist, könnte das auch schon mächtig Schaden machen, oder? Zack, sehr effektiv. Aber ich glaube, Despota ist auf jeden Fall besser. Schaffen wir einen zweiten Surfer, dann müsste es auch schon tot sein. Dann haben wir das Despota gar nicht eingesetzt, obwohl das meine Geheimwaffe gewesen wäre. Hinter mir schreit die ganze Zeit irgendwas rum. Ich glaube, da wird jemand ermordet. Im Endeffekt ist es jetzt gerade wirklich so. Man macht sich drüber lustig. Morgen liest man es wieder in der Zeitung. Aber was will man machen? Man kann nicht überall sein. Ne? Superman kann auch nicht überall sein. Clark Kent. Wenn ich die Brille abnehme, zack, kann ich fliegen. Und ohne kann ich nicht. Jetzt gucken wir mal. Krypto Ho-Oh, wie gut es ist. Viele haben es schon gefangen. Habe ich gesehen am allerersten Tag. Bam, hauen die das Teil direkt um die Ohren. Ich frage mich, wie krass die Leute suchten. Wie krass die abgehen. 14.03, auch mit Wetterboost. Ich habe ja jetzt diese Vermutung gehabt, dass Krypto-Legendäre auch immer im ersten Ball drin bleiben. Bei mir war es immer so. Deswegen gehe ich jetzt mal locker an die Sache ran und versuche dem hier einfach nur eine gelbe Beere drauf zu zimmern. Andere haben natürlich gesagt, nee, das ist nicht so, bei mir ist es auch schon geflohen. Gelbe Beere? Daneben geworfen, nicht mal in den Kreis getroffen und es ist drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so verdammtes Glück habe. Ich kann mir nur vorstellen, dass es so ist, wie bei Shiny-Legendären, die nicht fliehen können aus dem Raid, dass auch Krypto-Legendäre nicht fliehen können. Wenn euch schon mal ein Krypto-Legendäres geflohen ist, schreibt es mal bitte in die Kommentare, denn ich bin mir immer noch unsicher. Vielleicht hat derjenige irgendwas anderes gehabt, irgendein Problem oder so, deswegen ging das nicht. Aber bei mir waren die bisher immer im ersten Ball drin, genau wie Shiny-Legendäre, deswegen... Gehe ich davon aus, dass das so passt. 14, 10, 11, Römhild, Thüringen. Läufst du einmal hier zur Bank in Schatten, bist du schon wieder in Römhild, ne? Wenn ich jetzt in die Sonne reinlaufe, bin ich wieder Hildburghausen, jetzt bin ich Römhild. Nehmen wir mal mit. Ist meiner Meinung nach trotzdem eigentlich zu nichts zu gebrauchen, obwohl Benny sagt, das ist gut für GBL, für die Meisterliga. Zwischendurch hatte ich noch eine Anfrage bekommen von Schmexify, der hat mich zu einem Regigigas Raid eingeladen. Habe ich gedacht, nehme ich den noch mit rein, zeige ich vielleicht, ob das ein gutes geworden ist. Das Problem ist, wir waren wieder nur zu zweit. Deswegen weiß ich nicht, wieso die Leute eigentlich einen einladen, wenn sie eh ganz alleine sind. Aber egal, hätte ja klappen können. Hier sitzt noch ein Sesokids. Achso, ich muss die Belohnungen auch noch abholen. Hier, 5 Top. Tränke, 5 Toppe-Leber, ein Kingstein, hier gibt es noch Erfahrungspunkte, hier gibt es noch Staub, ein Pokémon erscheint noch. Nehmen wir natürlich auch noch alles mit. Könnt ihr mal drauf drücken, da geht das schneller. Ein wildes Lavitar. Das setzen wir uns doch nochmal hin. Für das kleine wilde Lavitar nehmen wir natürlich auch eine gelbe Beere, weil das aus der Belohnung kommt, kann das eh nicht fliehen. Wir nehmen trotzdem mal einen gelben Ball, um es zu beschleunigen. Denkt dran, Shinies immer mit gelber Beere. Aus so Belohnungen immer gelbe Beere am besten, wenn das ein cooles Pokémon ist, wo ihr noch Bonbons braucht oder wo ihr gerne Bonbons sammelt. Nehmen wir hier auch mit, bewerten wir auch mal kurz. Wetterwarnung. Ist 15, 11, 13. Jetzt steht wieder Hildburghausen da, obwohl ich genau an derselben Stelle bin. Also ihr seht, wie das abläuft. Dann haben wir hier noch... Das sechste Kapitel, was eigentlich nur Belohnungen sein dürften, 2000. Hier nochmal silberne Beeren, nochmal Staub, noch ein Glücksei. Mich hat letztens auch einer gefragt, wie viel ich auf meiner Giovanni-Medaille habe.
Da können wir ja auch noch mal ganz kurz vergleichen, wenn ihr auf eure Medaillen geht und diese Giovanni-Medaille sucht, habe ich jetzt genau 12 von 20. Theoretisch müsste das das Maximum sein, was man da gerade haben kann. Wenn ihr mehr habt, schreibt's rein. Wenn ihr weniger habt, schreibt's rein. Wie oft habt ihr schon Giovanni besiegt? Bei mir sind es 12 bei 50. 50 ist Platin. Ihr müsst euch vorstellen, das hieß am Anfang so, einmal im Monat gibt es eine Spezialforschung mit Giovanni. Das heißt, man bräuchte 50 Monate, um die Medaille auf Platin zu bekommen. 50 Monate kann man ja mal machen, rennt ja nicht weg. Das belebt den Spielspaß, Langzeitmotivation ist auch da. Ich werde jetzt hier das komische Seso-Kids noch mitnehmen. Muss ich auch noch durchentwickeln dann irgendwann. Würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wie gut war eures? Schreibt es mal rein. Habt ihr sogar einen 100er bekommen? Was steht auf eurer Medaille? Schreibt es rein. Das war es von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.